Oh, verdammt, falsche Taste gedrückt. Gucken wir mal, wir haben da... Wenn die Mistdinger uns wieder am Betrügen, sind sie schuld. Ach Quatsch, nee. Die werden uns nicht betrügen. Die Dinger werden uns helfen. Denn die wissen, wie man Vernichtungsmaschinen baut, glaube ich. Okay, okay, okay. Dann werden wir... Das war nicht das erste Mal, dass ich Rachni begegnet bin. Wirklich? Sie haben schon mal welche gesehen? Das war vor einigen Jahren, auf Noveria. Saren und seine Handlanger wollten Informationen aus der Rachni-Königin herauspressen. Sie haben die Königin gesehen? Wir haben sogar mit ihr gesprochen. Gesprochen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was Sie schon alles erlebt haben, Sir. Wirklich erstaunlich. Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht so empfunden. Man gräbt sich den Weg aus einer Sauerei direkt in die nächste frei und hofft, dass der eigene Hintern mitkommt. Irgendwie schon. Nur ein Wort, Shepard. Grunt. Es wird jetzt eine ganze Menge mehr tote Reaper geben. Wow, ja, da hast du recht. Grunt wird einiges kaputt hauen. Ja, unser kleines Frontschwein. Grunt, unser Frontschwein. Na, wie geht's denn hier da voran? Also mal wieder so. Rachni, was? Ja. Die Freilassung der Königin hat sich ganz schön gerecht, oder? Wir werden nie erfahren, was passiert wäre, wenn wir sie getötet hätten. Ja klar, wenn ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt und so. Sind Sie ein Fan der Chaos-Theorie, Kaidan? Solange ich sie bekämpfen kann? Hoffentlich zahlt es sich aus, die Rachni auf unsere Seite gebracht zu haben. Wird schon. Ich kann jetzt nicht reden. Okay, dann später. Okay. Ja, jetzt haben wir die Rachni bei uns. Maschinendeck. Wir müssen des Öfteren mal mit unseren Leuten reden. Und ich glaube, ich soll ja auch gleich mal ins Bett gehen. Ich fühle mich so müde. Wie ich gehört habe, trinkt der Unbekannte Bourbon. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Was soll das heißen? Sie mögen doch auch Whisky. Scotch, meine Liebe. Dieser Dreckskerl trinkt amerikanischen Bourbon. Das ist etwas völlig anderes. Er ist ein größenwahnsinniger Psychopath. Und Sie haben Probleme mit seinen Getränkevorlieben? Sie haben offensichtlich noch nie das torfige Aroma eines guten Highland Scotch genossen. Interessant, dass Sie über Getränke hier reden. Das ist wirklich interessant. So. Was sagt er denn überhaupt dazu, dass wir jetzt die Rachni an uns, bei uns haben? Commander, ich habe gehört, Sie sind bei Ihrer Mission Rachni begegnet. Sie kennen sie? Wir haben sie in unserem Zyklus als Waffen eingesetzt. Biologische Stellvertreter. Das war vor meiner Geburt, aber jeder Proteaner kannte die Geschichten. Als wir sie kannten, verbrachten die Rachni ihr Leben damit, einander Gedanken vorzusingen. Aber unsere Wissenschaftler waren mehr an ihrer Biologie interessiert. Die Rachni waren auf lebensfeindliche Bedingungen bestens vorbereitet. Also verstärkten wir mit den kriegerischsten Königinnen durch Züchtung ihren Hang zur Gewalt. Und dann ließen wir sie auf die Feinde los. Eine Weile funktionierte das, bis sie zu kriegerisch wurden und gegen uns aufbegehrten. Wir haben sie besiegt, bevor sie sich weiterentwickeln konnten, und dachten, wir hätten sie ausgelöscht. Aber anscheinend ist aus unserem Experiment der Hauptfeind dieses Zyklus geworden. Tja, ich weiß jetzt genau, wer jetzt Schuld daran trägt, dass die so rachsüchtig sind, diese Rachni. Oh Gott. Was für ein Scheiß-Wortspiel. Und ich rede mal wieder so viel Scheiße. Haben Sie eine Story über die Asari, die in Reaper-Kreaturen verwandelt wurden? Die Adat Yakshi? Nein. Ich glaube, das wäre perfekt für Sie. Die verborgene Seite der schönsten Spezies in der Galaxie? Nee. Wir haben viele Asari-Zuschauerinnen. Wenn ich die Story bringe, könnte ich sie verlieren. Das kommt mir ein bisschen geschönt vor. Schon mal gesehen, wie schnell eine E-Demokratie ihre Verbündeten im Stich lassen kann? Nein. Wenn ich meinen Job mache, werden sie das nicht. Cerberus startet Stealth-Angriff aufs Sternsystem Shiel. Nein, zum Glück habe ich das laut vorgelesen. Müssen wir reden, Commander? Nein, weitermachen. Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Also im Moment ist nix. Aber es ist immer gut, wenn sie dabei ist. Die kann, viel erzählen, ne?
So, dann mal gucken, wo wir jetzt hinfliegen. Ach ja, wir müssen ja wieder zurück zur Citadel, da was erledigen. Und zwar haben wir ein paar Sachen bekommen, die wir abgeben müssen. Ja, und Massenportal ist jetzt endlich mal frei, wir können da frei fliegen. Ah, komm. Ja. So. Haben wir hier was? Oh, ein falscher... Okay, dann mal wieder zurück. Ja, für einen Moment habe ich ehrlich gedacht, Grant geht hops. Das wäre keine schöne Sache gewesen. Es ist zwar traurig, dass zwei andere Freunde gestorben sind, also sprich, der gute alte Sane und nicht zu vergessen auch noch der gute alte, ja, ich rede von guten alten, Morden. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, Richtung Präsidium. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Ja, man merkt es schon, dass die Grafikkarte doch ganz gut hinhaut, muss ich schon sagen. So, wir haben hier nämlich zwei Sachen, die wir abgeben müssen. Einmal das mit der Bindungspartnerin und dann nochmal wieder in Asari. Na herrlich. Und dann müssen wir noch einige andere Sachen abgeben. Ach, da fehlt noch was. Hier einmal. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh Tasha. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Es ist traurig. Ach, die Arme. Und da ist sie. Willkommen in der Citadel. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich das anhören. O blaue Rose von Ilium. Wenn diese bescheidenen Worte dich erreichen, habe ich mich bereits zu meinen Ahnen gesellt. Oh nein. Nein, 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 nein. Mein Traum war, an deiner Seite zu weilen, ein Unkraut neben deiner Schönheit, das dich in der warmen Sonne Tuchankas umrankt. Ach, Char. Aber auch wenn ich meine letzten Tage mit dem Krant verbringen muss, statt mit deiner Zärtlichkeit, so werde ich mich dennoch an deinen Geruch und die sanfte Berührung deiner Blüten erinnern. Mögen meine zerschundenen Knochen eine Mauer rund um deinen Garten bilden, damit du und die Blume, die wir gemeinsam gepflanzt haben, in Sicherheit wachsen können, auf dass ihr stark werdet. Danke. Ich sollte... Ich muss gehen. Die Arme. Ja, wir haben ihr damals mal geholfen, und zwar war sie sich nicht sicher, ob sie mit den Krogana zusammenkommt oder nicht, und jetzt, ja, sie sind zusammen gewesen. Es ist traurig. Ja, für einen Krogana, der poetisch veranlagt ist, ist es schon recht selten. Die sind eigentlich viel mehr kriegerisch, aber der war ein richtiger Poet auf seine Art und Weise, und ich muss sagen, es ist traurig. Es ist sehr traurig. Nun gut, auf geht's wieder zurück. Wir müssen noch einige andere Sachen erledigen, die noch geholt werden müssen. Oh, da fällt mir was ein. Wir müssen nochmal Richtung... Genau. Runter. Zur Shuttle-Bucht. Denn ich glaube, wir haben da ein paar Sachen vergessen. Wurde auch Zeit, dass Sie mal ein bisschen locken. Ja, so etwas locker. Ich weiß nicht, ob der Genuss von Mezcal mitten in der Nacht mich wirklich zu einem besseren Crewmitglied macht. Aber natürlich, das Zeug hat Feuer. Und Feuer braucht man in diesem Krieg ganz dringend. Sir? Gut zu wissen. Nun gut, wir haben nichts. Aber wir müssen noch jede Menge Sachen sammeln. Jede Menge. Irgendwie traurig. Es sind so viele gestorben. Okay. So, dann müssen wir noch Cerberus Basis. Dann haben wir hier Hades Gamma. Ist ja auch noch was. Attica Beta.
Wie, was? Ja, die Attika Beta. Oh Gott, wir müssen noch so viele Rettungsaktionen machen und auch Sachen sammeln, die wir benötigen. Zum einen für den Bau des Tiegels und so. Käse. Hier haben wir 100%, da haben wir 50, das ist auch 50. Müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hinfliegen. Dahin wäre am besten. Dann kümmern wir uns mal gleich um die Quarianer. Und wir sind weg. Reaper umgang. Gut, wir finden hier ehrlich gesagt wenig. Sehr wenig. Gut, gut. Dann nicht. Erstmal nicht. Okay, müssen wir irgendwie anders holen. Da nicht. Ein Nest. Exodus Cluster. Arcturus Sturm. Was haben wir hier? Nim Cluster. Oh Gott, wir müssen so viel aufdecken. Ja, erstmal koranisches Domizil wieder zurück. Auftanken und weiterfliegen. So, wie gesagt, auftanken und weiter. Und jetzt weiter. So, okay. Wieder einen Sprung machen. Ich glaube, das war hier. Attika. Ich bin mir noch nicht zu sicher. Also hier haben wir 50% und da ist Theseus. Dann fliegen wir mal Richtung Theseus. Genau, das ist nicht sehr weit. 25%. Wieso muss ich immer weinen, wenn es so traurig ist? Das ist doch scheiße. Signal bestätigt. Oh, schön. Ein Frack. Okay, wir haben wieder aufgetankt. Was haben wir hier? Pharos. Nein, Pharos, das ist ja nicht wahr. Okay, okay, okay. Etwas zu weit. Aber hier. Exogeny, Wissenschaftler. Gut, die haben wir jetzt. Und wir haben hier 100%.